In der Pro-Version der Aktienbewertung können Sie im Gegensatz zur Light-Version mehrere faire Werte parallel einblenden. Dieses Feature hilft Ihnen bei der Bestimmung des einen fairen Werts, der am besten für die Bewertung der Aktie geeignet ist. Als Grundregel gilt, je näher der Kursverlauf und der faire Wert beieinander liegen, desto besser scheint der faire Wert für die Bewertung der Aktie geeignet zu sein. Achten Sie bei der Bestimmung des fairen Werts darauf, dass das durchschnittliche Multiple anhand eines repräsentativen Zeitraums berechnet wird. Um Ihnen bei der Bestimmung des repräsentativen Zeitraums zu helfen, sehen Sie in der Pro-Version die den fairen Werten zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Für den fairen Wert auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses wäre dies beispielsweise der Gewinn. Sie erhalten so einen visuellen Eindruck, ob sich das Gewinnwachstum innerhalb der letzten Jahre beschleunigt oder verlangsamt hat und können den Bewertungszeitraum entsprechend anpassen. Sie passen den Bewertungszeitraum an, indem Sie mit gedrückter linker Maustaste den für die Durchschnittsbewertung zu verwendenden Zeitraum markieren. Sobald Sie die linke Maustaste loslassen, berechnen sich die durchschnittlichen Multiples neu und werden entsprechend angezeigt. Unterhalb der Charts werden zudem die jährlichen Steigerungsraten für Gewinn, Cashflow etc. angezeigt, sowie die unterschiedlichen Multiples, mit denen die Aktie im jeweiligen Geschäftsjahr bewertet war. Diese Detailinformationen können Ihnen bei der Bestimmung des passenden Bewertungszeitraums zusätzlich behilflich sein. Analog zur Light-Version der Aktienbewertung können Sie auch in der Pro-Version Ihre Renditeerwartung berechnen, indem Sie den aktuellen Kurs mit einem zukünftigen, fairen Wert verbinden. Mit den optional einblendbaren Hilfslinien können Sie Ihre Renditeerwartung abseits des fairen Werts feintunen.